Der Short Team Cup dauert maximal 3 Stunden und ist primär ein ideales Einsteigerformat, welches bis zur Alterskategorie U18 durchgeführt werden kann. Die Junioren melden sich vorzugsweise im Team an und bestreiten mindestens eine Einzel- und Doppelpartie. Zu Beginn wird ein gemeinsames Einspielen durchgeführt. Somit müssen Sie sich für die künftigen Matches am Turnier nicht mehr einspielen. Je nach Alterskategorie sollte vorher noch ein spielerisches Aufwärmen absolviert werden, damit sich die Junioren untereinander besser kennenlernen und von Beginn an wohlfühlen. Team Cup startet jeweils mit einem Doppel, damit sogleich alle Junioren zum Spielen kommen. Das Team, welches zuerst 2 Tiebreaks gewinnt, holt sich den Sieg. Bei 6-beide gibt es einen Entscheidungspunkt. Das Doppel ist nicht klassierungsrelevant. Im Anschluss bestreitet die eine Hälfte eine Einzelpartie, welche im Shortset-Modus gespielt wird und klassierungsrelevant ist. Diese Begegnung startet bei 2-beide. Bei 40-beide entscheidet der nächste Punkt über den Gewinn des Games. Bei 6-beide wird ein Tiebreak gespielt. Anstelle eines allfälligen dritten Satzes wird ein Tiebreak gespielt. Die andere Hälfte absolviert parallel polysportive Elemente oder Teamaufgaben. Diese müssen altersgerecht sein und hängen von der jeweiligen Infrastruktur ab. Eine weitere Möglichkeit ist, dass Sie Ihren Partner von der Bank oder Tribüne aus positiv unterstützen. Anschließend wird gewechselt. Falls die Zeit ausreicht, können auch mehrere Doppelbegegnungen oder Alternativspiele wie Olympics angeboten werden. Am Ende des Short Team Cups kann eine Teamrangliste erstellt werden. Diese beinhaltet die Punkte aus dem Einzel und Doppel, allfälligen polysportiven Elementen oder den Teamaufgaben. Es sollen alle Teams geehrt werden und einen kleinen Preis erhalten. Ein abschließender gemeinsamer Snack rundet das Turnier vollends ab.